Ey Leute, ist das so stürmisch hier? Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ihr seht's in der Titel, ja. Ihr seht's schon im Titel. Heute bekämpfen wir den letzten Titanen Warmedo. Dazu müssen wir mit ihm hier reden. Die Zeit ist gekommen, den Titan Warmedo aufzuhalten. Mit normalen Pfeilen kannst du nichts gegen seine Geschütze ausrichten. Zerstöre sie mit Bombenpfeilen. Ah, okay, jetzt wissen wir's. Warum spielt hier eigentlich so ein Remix von Zeldas Wiegenlied? Hier hast du ein paar Bombenpfeile. Okay. 20 Stück. Okay. Außerdem ist es da oben kalt, wirklich kalt. Ohne entsprechende Vorbereitung kommst du nicht weit. Ich weiß. Ich habe mein ganzes Inventar leer geräumt, nur damit ich mir diese Rüstung jetzt kaufen kann. Hast du Schutzkleidung und geeignete Nahrungsmittel dabei? Welche Nahrungsmittel? Ja, okay. Gut, aber lass mich dir vorher noch eine Frage stellen. Warum nimmst du das alles auf dich auf? Warum willst du mir dabei helfen, Medo zu besiegen? Nichts Falsches antworten jetzt. Um Zelda zu retten. Zelda, die Prinzessin von Schloss Hyrule, der unser Reck-Rivali vor 100 Jahren diente, hieß genauso. Ich weiß nicht, was für eine Verbindung zwischen ihr und Warmedo steht. Aber egal, wir beide werden Medo zusammen besiegen. Habe ich recht? Ja. Dann sollten wir so langsam aufbrechen. Steig auf! Oh je, ich glaube, er wird irgendwie der Schwierigste. Es ist die leichteste Prüfung von allen, die wir jetzt bisher hatten. Also unsere Vorbereitungen. Und auch das Innenleben soll am einfachsten sein. Aber irgendwie, naja, da wären wir. Muss schon sagen, so hoch oben wird sogar mir kalt. So, das hier ist Warmedo. Was macht der da? Verflucht doch mal. Diese Barriere ist ein echtes Problem. Was ist los mit dir? Kriegst du vor Angst kein Wort raus? Na gut, gehen wir den Plan durch. Siehst du die Geschütze? Ich würde ihr Feuer auf mich ziehen. Ja, auf mich ziehen. Während sie sich auf mich konzentrieren, kannst du sie mit Bombenpfeilen zerstören. So, wenn alles klar? Dann zielen die doch auch auf mich. Falls du dich zurückziehen willst, gleite mit deinem Tuch in den Aufwinden zu mir. Ah, okay. Dann kann ich dich aufsammeln. Und mach dir gar nicht erst die Mühe, auf etwas zu schießen, was vor der Barriere geschützt wird. Bleib ihm am besten fern. Und auch wenn ich das schon mehrfach gesagt habe, du brauchst unbedingt etwas gegen die Kälte. Wenn du bereit bist, können wir loslegen. Okay. Also dann, kümmere dich um die Geschütze. Du machst das. Oh, verdammt. Windtitan Warmedo. Oh, das hat zwei Hitpoints. Okay, der ist kaputt. Genau richtig. Aber was ist das denn für Musik? Die Musik ist ja mal episch. Vorsicht! Treff den ja nicht. Okay. Sind das nur drei Stück oder vier? So muss ich doch gar nicht. Jetzt wird's gefährlich. Oh verdammt, der zielt auf mich! Okay, das war's! Ach so! Ah, tatsächlich! Mann, was ist denn das für ein Schneesturm hier?
Okay. Bam und bam. Und das war's. So aus, als hätte ich was abgekriegt. Tut mir leid, aber ich muss erstmal zurück zum Flugplatz. Mach dir keine Sorgen, es ist nichts Schlimmes. Und du solltest dir jetzt Medo vorknüpfen. Link, du schaffst das. Alles klar. Okay, es war eigentlich doch ziemlich einfach. Ich würde sagen, es ist auf Platz 2. Ja, auf Platz 1 ist immer noch Maruta. Ja, das schlägt gar nichts, auch mit der Musik und alles. Auf Platz 2 ist er hier. Auf Platz 3 ist dann, finde ich... ja, Vanna Boris. Und auf Platz 3... auf Platz 4 dann Barudania. Der Kampf da war zwar nicht schlecht, aber irgendwie, ich mag es nicht so. Na sieh mal an, ein alter Bekannter. Ich wusste, du würdest hierher kommen. Dass du mich allerdings 100 Jahre warten lässt, hatte ich nicht geahnt. Du bist hier, um Medo Ganons Clown zu entreißen, oder? Dann solltest du dir zuerst einmal die Karte besorgen, die den inneren Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Daten der Karte enthält. Meinst du, du kannst ihn erreichen? Natürlich. Okay. Ich sehe da schon ein Auge. Aber erstmal schauen, was ist denn hier? Au! Hä, warum konnte ich gerade nicht fliegen? 1 auf 4. Dankeschön. So, er ist ja der einfachste. Das heißt, vielleicht bekommen wir den sogar in dieser Folge fertig. Ich glaube nicht. Überraschung. Oh ne, hier will ich doch gar nicht hin. Was ist da? Oh. Eine antike Achse. So. Da geht's raus, da ist der Luftstrom und da ist ein Auge irgendwo. Vom Aufbau erinnert er mich auch irgendwie an Maruta. Hallo?
Ah, ich glaube alles, das funktioniert noch nicht so recht. Ich muss da irgendwas aktivieren. Von da bin ich gekommen, ne? Was ist hier? Soll ich hier überhaupt lang? Nein, ich glaube, da soll ich nicht lang. Schauen wir mal hier. Okay, ich glaube, ich habe hier irgendwie noch nichts zu tun. Ich sollte mir wirklich erstmal die Karte besorgen. Verdammt. Warum leuchtet mein Masterschwert so? Ab hier. Dankeschön. Ah! Ich habe es gar nicht gesehen. Moment mal. Ah, nee, okay. Okay. Mein Freund, was soll das denn? Verdammt. So, weg mit dir. Also ich muss mich umschauen. So, hier vorne ist jetzt irgendwo die Karte. Ah, okay. Das war einfach. Alles klar. Neigen? Okay, ich kann ihn neigen. Wie meinen die das jetzt mit neigen? Sieht aus, als hättest du die Karte dieses Titanen erhalten. Sieh sie dir gut an. Die leuchtenden Symbole sind die Kontrollsiegel, die die Steuerung von Bamedo regeln. Um Medo zurückzuerobern, musst du alle Kontrollsiegel lösen. Jetzt kannst du wirklich mal unter Beweis stellen, ob du als Held was kaufst. Ja, das tue ich. Also, 2 auf der Seite, 5 auf der Seite, wir neigen ihn mal, okay? Ah, achso. Okay. Ruhe. Ich glaube, ich sollte den noch nicht neigen. Bombenpfeile, dankeschön. Ach, den kann ich auch nach unten neigen, okay. So kann ich da hoch, ne? Okay, fangen wir einfach mal da an. Ah, jetzt weiß ich auch, wie das hier funktioniert. Ich muss mich hier draufstellen. Das jetzt nach unten. Und jetzt. Genau. Aber nicht rausfallen jetzt, ne? Okay, was ist das hier jetzt? Ah.
4 Kontrollsiegel fehlen noch. Oh, vielen Dank. Nein, 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 nein. Oh. Machst du halt von 2 aus? So, das hast du davon. Dämliches Vieh. Wo ist meine Truhe jetzt hin? Zehn Eispfeile. Okay, irgendwie sieht das ein bisschen seltsam aus. Lieber wieder normal. Und hier ist Wind. Was ist das hier? Ah, das muss auf und dazu muss ich das hier, glaube ich, mal schieben, ne? Aber was macht das Teil da überhaupt? Habe ich vielleicht nicht doch irgendein... Ah, noch ein Bockling-Knochen. Ach, das ist schon auf. Ha. Jetzt muss ich das drehen. Moment, in welche Richtung? Ach, welche Richtung? Ich kann das dann nur nach unten drehen. Okay, was hat das jetzt gebracht? Wenn ich fragen darf. Was hat das jetzt gebracht? Dieses Ding zu aktivieren. Aber guck mal, der ist immer noch nicht da drin. Ich habe da so eine Idee. Hab da so eine Idee. Aha. Ah, und da ist Kontrollsiegel. Okay. Kontrollsiegel stehen dir noch bevor. Langsam. Komm. Ja, langsam. Aber nicht langsam, denn schnell. Was? So, was ist... Ah, das... Ja, ja, das ist wieder der Raum. Ach, Quatsch, Moment. Nein, 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 nach oben wieder. Erstmal jetzt. Hierhin. So. Das ist immer noch das Teil. Und ich muss da drauf. So, jetzt gehst du erstmal so. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt. Hey, hey! Bleib stehen! Okay. Es ist sehr, sehr kalt, fällt mir jetzt erst auf. Eine weitere Chest. Mit einem Reaktorkern. So, jetzt kann ich hier raus. Okay, wo ist das Auge? Ich suche das Auge jetzt schon als erstes.
Ach, ist es da drin? Da oben. Was machst du da? Guck mal, wie der noch schön zuschaut. Verdammt. Warum haben diese Moblin-Dinger hier 2 Hitpoints? Da muss ich irgendwie rein. Ja, ich weiß schon, wie das geht. Aber was ist das hier? Schon wieder so ein Teil. Was macht das? Wind. Hol ich erstmal das Kontrollsiegel. Oh je, das zieht mich ja nach unten. Was? Dann machen wir es von hier. Ja, funktioniert wunderbar. Dann versuchen wir es von hier. Ja, so geht's. Jetzt sind nur noch 2 Kontrollsiegel übrig. Na sowas, du hast es ja fast geschafft. Sei lieber froh. So, jetzt muss ich da noch hin. Ja. Es geht doch auch ganz einfach von hier. Wenn ich mich hier hinstelle, das jetzt nach unten fahren. Halt, Moment, jetzt ist ja das da oben. Nee, Moment, das war schon so richtig, oder? Ich muss das nur wieder von hier machen. Von hier kommt aber keine Luft rein. Ah! Okay, irgendwie kommt hier einfach doch Luft rein und ich kann gerade ausfliegen. Ich weiß nicht, wo die Luft herkommt. Ritter 2 hinter. Kann ich sogar mitnehmen. So, dann schauen wir doch mal, was das hier ist, okay? Also, von da kommt dann der Wind. Erstmal das kaputt machen. Trotzdem, wo kommt jetzt dieses Teil hierher? Hä, da muss doch... Oder... Ah! Eine Kugel? Kann ich das Ding auch von hier nehmen? Nein. Was soll ich da jetzt tun? Ich muss das jetzt irgendwie rauskriegen. Wie kriege ich das Teil da raus? Ach, das muss einfach rausrollen. Bin ich blöd.
Ey! Okay, Moment. Es ist immer noch zu weit weg. Nein, 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 nein. Halt, 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 halt. Genau, mach das mal da hinten hin. Ey, halt, 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 hier geblieben. Bleib da. So, das wird ausgeschaltet. Und der Titan wird wieder nach oben gehen. So, jetzt müsste das mit voller Wucht nach unten und müsste die Tür aufmachen. Genau. Mit voller Wucht war das zwar jetzt nicht unbedingt, aber ich will auch noch da rein, bitte. Dankeschön. So, das vorletzte Kontrollsiegel. Nur noch ein Kontrollsiegel übrig. Sieht aus, als hättest du dich selbst übertroffen. Ja, du bist der Beste, der zählen kann. So, gut. Hier bin ich auch fertig. Wo ist das letzte? Das ist doch auch hier irgendwo. Und das ist... genau irgendwo hier, nur irgendwie da unten drin. Wie komme ich da denn rein? Von oben vielleicht? Also von hier komme ich auf jeden Fall nicht da rein. Warte mal, mach mal das Teil da wieder an. Okay, da bleibe ich, glaube ich, lieber weg. Warte mal, ich schalte mal Chica-Sensor auf Wildbeere, aber nicht auf Wildbeere, sondern auf die Kiste, um hier kommt auch der Wind. Sorry, verdammt. Da ist immer noch eine Kiste. Jetzt bin ich wieder hier. Ich glaube, ich gehe mal ganz oben hin. Hier oben war ich noch nicht. Hier ist die Schaltzentrale, hier habe ich schon gesehen. Irgendwo hier ist der Kopf. Das ist der Kopf, nee. Da ist die Truhe irgendwo. Ich glaube, ich weiß schon, wo sie ist. Warte, der. Das alles dreht sich. Der Kopf dreht sich nicht. Ich glaube, so wie ich immer auf den Titan rumklettere, so sollte man das nicht machen und so wäre das nicht bedacht. Verdammt, kann ich irgendwie wieder... Verdammt. Rettungsaktion! Ah!
Komme ich vielleicht wieder oben raus? Das wäre sehr schön. Einfach nur mit ein paar Herzen abgezogen. Oh, dankeschön. Ich bin sogar wieder an derselben Stelle. Okay, dankeschön. Jetzt weiß ich wenigstens, dass nichts schief gehen kann. Ja, hier darf ich stehen. Ja, sehr schön. Ich glaube, so soll das nicht gedacht sein. Ich bin mir zu 100% sicher. Ja, wobei, dem Spiel traue ich mittlerweile alles zu. Tatsächlich. Das muss ich mir unbedingt nach der Aufnahme, beziehungsweise nach meiner Aufnahmesession anschauen, wie andere Let's Player das gemacht haben. Und es ist sogar noch eine gesichtet worden. Und wer hätte es gedacht, da hinten. Aber Moment, da war ich noch gar nicht. Und ich glaube, man hätte von hier einfach in diesen Windstoß fliegen können. Und dann... Ja, okay. Was? Warte mal, da, ich muss auf die andere Seite. Da oben ist das Ding hier. Was ist das da unten? Halt, hier will ich gar nicht hin. Hier oben irgendwo eine Kiste. Warum sind hier so viele Windstöße? So viel brauche ich doch gar nicht für den Boss, oder? Ich muss die Folge jetzt langsam beenden. So, hier müsste auch so ein Windstoß sein, genau. Aha! So, Freunde. Da hinten ist das eine Auge und da muss ich, glaube ich, hin. Hier geht es in der nächsten Folge weiter. Seid gespannt. In der nächsten Folge werden wir den letzten Titan Vamedo endlich besiegen, also abschließen, also den Boss besiegen, den Windfluch. Und dann werden wir, weiß ich nicht, was wir da machen werden, dann werden wir zum Schloss gehen. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, haut rein und ciao.